lieben Freunde, wir gehen Richtung Frühling, wir gehen Richtung Ostern und ich möchte euch heute einen Kuchen zeigen, der einfach zu machen ist. Noch immer unter die Kategorie traditionelles schwedisches Essen fällt und eigentlich das ganze Jahr lang gegessen wird. Wie immer zeige ich euch gleich die Rohwaren. Nehmt euch bitte Bleistift und Papier, damit ihr euch die genauen Mengen notieren könnt. Eine vorbereitete Backform, gebuttert und gebröselt. Drei Esslöffel Kakao, zwei Eier, ein Esslöffel Vanillezucker, zweieinhalb Deziliter Kristallzucker, eineinhalb Deziliter Weizenmehl und 100 Gramm Butter, etwas Salz, aber wirklich nur ganz wenig. Wir beginnen mit dem Ofen. Der Ofen sollte auf 200 Grad eingeschaltet werden. Der braucht einige Zeit, bis er warm ist. So, das ist eine gute Idee, jetzt den Ofen anzuschalten. Wir beginnen damit, den Zucker und die Eier gut zusammenzumischen. Verwendet bitte keinen elektrischen Schlagbesen. Zusammenrühren, damit es eine schöne, kompakte Masse wird. Wenn dies geschehen ist, dann den Vanillezucker hinein, gut umrühren. Den Kakao dazu, das staubt ein bisschen. Mehl dazu. Und immer wieder gut rühren und vermischen. Zum Schluss kommt die Butter, die ich geschmolzen habe, dazu. Und jetzt den Teig glatt rühren. Das Salzen nicht vergessen. Alles gut glatt gerührt und wir können schon alles in die Backform füllen. Die Teigmenge oder Teigmasse in die gebröselte Form füllen. Schön verteilen. Jetzt steht sie auf, kommt langsam näher.
schaut ungefähr so aus. Und wir den Kuchen stellen wir jetzt ins Rohr, ca. 15 Minuten bei 280 bis 200 Grad. Wer den Kuchen etwas trockener möchte, lässt ihn noch ein paar Minuten extra. Er sollte doch, wenn er fertig ist, in der Mitte noch klebrig und halb roh sein. Den Kuchen, der wandert jetzt ins Rohr. Unser Glattkacker, der klebrige Schokoladekuchen, ist jetzt fertig gebacken. Jetzt muss er noch nur überkühlen. Und wenn wir Nachmittag Kaffee trinken, dann werde ich ihn servierungsfertig machen. Er sollte nicht über Nacht im Kühlschrank aufgehoben werden, weil sonst wird er zäh. Am besten ist er frisch, noch etwas handwarm. Ein Stückchen Schokoladenkuchen auf den Teller. Etwas luftig, leichte Schlagsahne dazu. Und dann mit ein paar Himbeeren dekorieren. So. Ein paar extra Himbeeren und wir wünschen einen fantastischen guten Appetit.